Sie sind wieder da. Die Taliban in Afghanistan. Ein Comeback mit mildem Anstrich? Tausende sind auf der Flucht. Die Not ist riesig. Auf unserer Reise durch Afghanistan sehen wir Drogen für den Weltmarkt und erleben ein Land voller Religiosität, Gewalt und Widersprüchen. Wir gehen mit den Taliban durch das ehemalige Bundeswehrlager. Nach dem Triumph über den Westen kommt nun das Werben um den Westen. Welche Zukunft hat Afghanistan? Und was bedeutet das für uns? Der Panzer am Checkpoint, gleich hinter der Grenze zu Usbekistan, hält niemanden auf. Der Verkehr rollt. Gerade angekommen im Reich der Taliban ist hier von Abschottung keine Spur, egal ob Waren oder Menschen. Die neuen Herren des Landes bewaffnet und bedrohlich. Doch die Einreise in ihr islamisches Emirat ist verblüffend unkompliziert. Wir fahren nach Mazar-i-Sharif, der drittgrößten Stadt des Landes. Ganz in der Nähe hatte die Bundeswehr ihr Feldlager. Von hier aus führte sie den Kampf gegen den Terror, gegen Al-Qaida und gegen die Taliban. Jetzt weht über der blauen Moschee von Mazar-i-Sharif wieder die Fahne der Islamisten. Auf den Straßen buntes Treiben. Wenige Frauen sind zu sehen und kaum westliche Kleidung. Man scheint sich mit den Machthabern arrangiert zu haben. Weltreporter Alfred Hackensberger sieht sich in der Stadt um. Auf dem Basar sind die Stände prall gefüllt. Doch an den meisten Läden gehen die Kunden vorbei. Die Händler bleiben auf ihren Waren sitzen. Schreibartikel, inzwischen ein Luxusgut. Seit die Taliban an der Macht sind, kaufen die Menschen kaum noch, sparen selbst bei Lebensmitteln. Ahmed Rishad verkauft Reis, Mehl und Öl. Auch er hat nichts zu tun. Das Geschäft läuft schlecht, erzählt der 28-Jährige. Denn Bargeld ist knapp. Es liegt auf der Bank und die Banken sind zu. Auf dem Schwarzmarkt gibt es noch Geld, aber nur gegen harte Devisen, gegen Dollar. Die Landeswährung Afghani wird wegen der Inflation täglich wertloser. Auch an ihr Erspartes kommen die Leute kaum noch. Bargeld wird nur rationiert ausgegeben. Bewaffnete Wachen vor einer Bank in Mazar-i-Sharif. Eine aufgebrachte Menge hat sich hier versammelt. Sie warten seit Stunden, manche seit Tagen. Es wird aufgerufen, wer überhaupt rein darf. Shukrullah. Salamuddin. Ich komme seit zwei Tagen hierher und sie geben mir mein Geld nicht. Seit einem Monat geht das schon so. Sie geben uns 100 Dollar pro Woche. Das reicht nicht. Wir sind 8 Personen zu Hause. Ich bin aus der Provinz angereist. Die Reise hierher war teuer. Seit 3 oder 4 Tagen komme ich immer wieder zur Bank. Aber sie lassen mich nicht rein. Und wenn, dann speisen sie mich mit so wenig ab. Das ist doch nicht gerecht. Wir bitten die Regierung, die Banken zu öffnen, damit wir unser Geld bekommen. Das ist unser Geld. Darauf haben wir ein Recht. Nicht nur auf die Taliban ist die Wut groß, auch auf die alte Regierung. Das Volk lebt im Elend. Und die haben sich aus dem Staub gemacht. Das war eine Mafia. Sie hat das ganze Geld aus dem Land geschafft. Die Korruption unter der alten Regierung war enorm. Wir dürfen in die Bank. Milliarden an Hilfsgeldern sind in den vergangenen Jahren nach Afghanistan geflossen. Den Taliban hat die Welt den Geldhahn zugedreht. Wie soll es weitergehen?
ohne Unterstützung, ohne Devisen, die Auslandskonten eingefroren. Doch hier ist Schluss. Niemand will mit uns sprechen. Wie Guerillakämpfer patrouillieren die Taliban immer noch schwer bewaffnet durch die Straßen. Doch der Krieg ist zu Ende. Die Macht ist ihnen am Schluss fast kampflos zugefallen. Jetzt müssen sie ein Land regieren und ein Volk ernähren. Auf den Straßen viele Bettler. Die Preise explodieren, die Armut nimmt zu. Die Wirtschaftssanktionen des Westens sind gegen die Taliban gerichtet und treffen vor allem die Menschen. Auch für Medikamente und Arztbesuche fehlt vielen inzwischen das Geld. Riesenandrang in dieser Apotheke. Hier hat der Besitzer in den vergangenen Jahren Medikamente gehortet. Das Personal behandelt die Menschen auch umsonst. Am meisten leiden die Kinder. Mit den Folgen von Mangelernährung haben die Ärzte in diesem Krankenhaus zu tun. Es wurde mit deutschen Hilfsgeldern aufgebaut. An der Wand noch ein Foto vom Besuch der Kanzlerin. Die Familien kommen von weit her mit ihren Kindern. Weil ihnen wichtige Nährstoffe fehlen, leiden sie oft auch an Folgeerkrankungen. Zacharias hat es besonders schlimm getroffen. Sein kleiner Körper ist völlig wund. Er leidet an Pellagra, hervorgerufen durch den Mangel an Vitamin B3. Sein Vater zeigt ein Foto. Vor einem Jahr sah der Junge noch so aus. Warum kommen Sie erst jetzt, fragt der Arzt. Wir konnten nicht, erzählt der Vater. Der Krieg, wir kamen nicht weg. Etwa 20 Tage muss Zacharias in der Klinik bleiben. Mit Spezialnahrung wird er aufgepäppelt und dann wieder gesund, sagen die Ärzte. Doch die Vorräte der Klinik gehen zur Neige. Denn auch sie ist auf Unterstützung aus dem Ausland angewiesen. Drei Monate reichen unsere Bestände noch. Wenn wir bis dahin keine Hilfe bekommen, haben wir in drei Monaten keine Spezialnahrung mehr für die Kinder. Ohne Hilfe droht eine Katastrophe, sagt die UNO. Jeder dritte Afghane ist vom Hunger bedroht. Wir verlassen Mazar-i-Sharif. Im Stadttor Einschusslöcher, Spuren der Kämpfe der vergangenen Jahre. Etwa anderthalb Stunden entfernt, mitten in der Wüste, das Flüchtlingslager Dedodi. Diese Menschen haben gar nichts mehr. Sie sind vor der extremen Dürre geflohen und vor dem Krieg. Zum Teil leben sie seit 10 Monaten hier. Großfamilien mit manchmal 10 Personen oder mehr leben in einem Zelt. Von der Regierung kommt so gut wie keine Hilfe, erzählen uns die Flüchtlinge. Weder von der Alten noch von den Taliban. Beide haben nur einmal Reis und Wasser gebracht. Vielleicht sind die Taliban noch nicht bereit, überlegt dieser Mann. Eine türkische Hilfsorganisation verteilt 2 Brote täglich für jede Familie. Ein- oder zweimal im Monat bringen sie andere Lebensmittel, berichtet der 52-jährige Abdul Mohammed. Viel Zeit haben diese Menschen nicht mehr. Brennmaterial ist knapp. Im Winter wird ihre Situation lebensbedrohlich. Viele Kinder sind im Lager, doch sie spielen nicht und lachen kaum. Erst ein Sack Mais, den sie auf Feldern gesammelt haben, bringt Leben in die Gesichter zurück. Ohne Hilfe können die Taliban diese Krise nicht bewältigen. Wir fliegen nach Kandahar, in die Hochburg der Taliban. Gut gelaunte Gotteskrieger auf den Sitzen gleich nebenan. Am Flughafen blühender Oleander. Kandahar zeigt sich von seiner besten Seite. Die heimliche Hauptstadt der Radikal-Islamisten ist das eigentliche Machtzentrum, erzählt unser Übersetzer. Die wichtigen Entscheidungen werden hier getroffen, nicht in Kabul.
In Kandahar sind die Taliban verwurzelt. Die Menschen gehören wie sie zur Bevölkerungsgruppe der Paschtunen. Von Gleichberechtigung halten die meisten nicht viel. Veränderung, das ist für sie vor allem Sicherheit und eine Zukunft. Dem alten System weinen gerade hier viele keine Träne nach. Die alte Regierung, das waren Räuber. Sie haben mir keinen guten Job gegeben. Von dieser Regierung, von den Taliban, erwarte ich, dass sie mir einen Job geben. Und nicht nur mir. Viele Leute in diesem Land sind gut ausgebildet und haben keine Arbeit. Sie haben hier viele Probleme und wollen weg. Ich bitte meine Landsleute, hier zu bleiben. In der Nähe von Kandahar wurden die Taliban 1994 gegründet. Ehemalige Kämpfer gegen die sowjetische Besatzung und Koranschüler. Tief religiös und konservativ, so wie die meisten noch heute. Von Kandahar aus brachten die Taliban in den 90ern zum ersten Mal das Land unter ihre Kontrolle. Und ganz in der Nähe lebten unter ihrem Schutz Osama bin Laden und die Attentäter vom 11. September. Kandahar hat eine große Geschichte und so viel Einfluss darauf, das Regierungssystem zu wechseln. Die Menschen von Kandahar haben Großes erreicht. Aber wenn es um das Islamische Emirat geht, würde ich sagen, nicht nur Kandahar. Jeder in Afghanistan liebt das Islamische Emirat. Bei der Jagd nach Bin Laden und den Kämpfen mit den Taliban gerieten die einfachen Menschen zwischen die Fronten. Mehr als 30.000 Zivilisten kamen ums Leben. Den Rückhalt in der Landbevölkerung haben die Taliban nie völlig verloren. Sie waren für viele die Befreier und die Soldaten aus dem Westen die Besatzer. Das aber ist Vergangenheit, sagt Mullah Sayed, der Taliban-Sprecher von Kandahar. Um die Krisen der Gegenwart zu bewältigen, setzt er auf den Westen. Deutschland und Afghanistan hatten schon immer historische Beziehungen. Gerade Deutschland bitten wir, am Wiederaufbau von Afghanistan teilzunehmen, vor allem im Bereich von Technologie und Industrie. Doch der Mullah macht auch deutlich, erpressen lasse man sich nicht. Geld gegen Menschenrechte etwa, das könnte schwierig werden. Das Islamische Emirat möchte Hilfe und Afghanistan braucht sie auch. Aber Sie müssen wissen, diese Hilfe darf nicht gegen unsere Interessen und unseren Glauben gerichtet sein. Nahezu die einzige Branche, die boomt, ist das Geschäft mit Drogen. Marihuana wird in der Provinz Kandahar angebaut und Opium. Die Taliban haben gesagt, sie wollen Opium, den Opiumbau verbieten. Das hatten sie auch schon in den 90er Jahren gemacht, als sie zum ersten Mal an der Macht waren. Aber das endete im Chaos und im Ärger der ganzen Landbevölkerung, denn Opium ist eine der Haupteinnahmequellen. Diesmal wollen die Taliban Schritt für Schritt den Opiumbau verbieten und das Opium durch andere Nutzpflanzen ersetzen. Das wird nicht ganz leicht. Sie sind auf internationale Hilfe angewiesen und die steht noch in den Sternen, denn die Taliban müssen Zugeständnisse machen. Wir fahren zum Dorf Sangawat. Hier lebt man vom Opium. Ein Kamerateam aus dem Ausland hat man in Sangawat noch nicht gesehen. Besonders erfreut ist man über unsere Anwesenheit zunächst nicht. Gegen den Drogenanbau gehen die Behörden bislang nicht vor. Afghanistan ist mit Abstand größter Rohopiumlieferant der Welt. 80% der weltweit verfügbaren Mengen stammen aus Afghanistan. Die Bauern zeigen uns dann doch ihre Lagerräume. Hier liegt das Rohopium als Klumpen verpackt in Beuteln. In Europa wären sie Hunderttausende Euro wert. Später wird daraus Heroin.
Wir profitieren so sehr vom Opium. Viel mehr, als wenn wir Weizen anbauen würden. Wir können unsere Familien ernähren, sogar Autos kaufen. Wir können leben. Das Opium erfüllt alle unsere Bedürfnisse. Warum sollen wir es nicht anbauen, wenn es uns so sehr hilft? Die Leute kaufen es und wir sind glücklich, dass wir ihnen geben können, was sie haben möchten. Helfen Sie uns doch, etwas anderes anzubauen. Die internationale Gemeinschaft muss uns unterstützen. Dann pflanzen wir auch kein Opium mehr. Es bringt einfach gutes Geld. Wenn wir andere Sachen anbauen, dann haben wir nicht genug zum Leben. Unser größtes Problem ist, die internationale Gemeinschaft muss unsere Regierung anerkennen und uns helfen. Dann hören wir auf, das anzubauen. Den Bauern helfen die Drogen zu überleben, den Taliban ihre Macht zu sichern. Hinter den Häusern bergeweise abgeerntete Schlafmohnpflanzen. Die Kapseln werden angeritzt und aus dem Saft das Rohopium gewonnen. Ob Opium oder Marihuana, die Taliban kassieren bei allen Drogengeschäften kräftig mit. Sie erheben Steuern auf den Anbau, mischen beim Handel mit und verdienen so Millionen. Die Kehrseite. Drogen sind im Land so billig zu haben, dass ihnen auch immer mehr Afghanen verfallen. Ein Treffpunkt von Abhängigen, wie es ihn inzwischen im ganzen Land gibt. Hier auf einem alten Friedhofsgelände rauchen sie Opium, Heroin und Crystal Meth. Auch eine Frau ist darunter. Tiefer als sie kann man in Afghanistan kaum fallen. Das Gelände war noch vor kurzem von tausenden Süchtigen bevölkert, erzählt man uns, bis die Taliban sie vertrieben und einsperrten. Therapieprogramme gibt es kaum. Wer aus dem Radikalentzug im Gefängnis kommt, wird danach meist wieder abhängig. Unter der alten Regierung war es schon schlimm. Aber jetzt ist es noch schlimmer geworden. Die Taliban bestrafen uns so hart es nur geht, bis wir zusammenbrechen. Sie schlagen uns mit Schaufeln, mit allem, was sie in die Hände bekommen. Und wenn wir sterben, ist es ihnen auch egal. Seit 4 Wochen kommen sie jede Nacht und schlagen auf uns ein. Auch als wir anwesend sind, kommen die Ordnungshüter vorbei. Vor unserer Kamera geben sie sich zurückhaltend. Ihr Dilemma? Opium fürs eigene Volk ist unislamisch und verpönt. Fürs Ausland dagegen höchst lukrativ. Wir versprechen, den Opiumanbau auf Null zu bringen. Aber die internationale Gemeinschaft muss uns auch etwas versprechen und diese Versprechen erfüllen. Unsere Menschen sind so arm und vom Krieg gezeichnet. Sie haben nicht mal sauberes Wasser. Man muss uns versprechen, unsere Anführer nicht mehr zu verfolgen. Und man muss uns erlauben, Handel zu treiben, auch international. Man muss uns helfen und die Menschen unterstützen. Leibwächter, bewaffnet mit amerikanischen Gewehren, rechts und links, verleihen den Worten des Kommandanten den nötigen Nachdruck. Nur als Bittsteller sehen sich die Taliban nicht. Gleich neben der Moschee die Koranschule. Unser Besuch erregt große Aufmerksamkeit. Den Vorbeimarsch schwer bewaffneter Taliban zur Moschee beäugen die kleinen Koranschüler mit respektvollem Abstand. Dann ist die Pause zu Ende. Zurück in den Unterricht. 6-mal pro Woche gehen die Kinder hierher. Die richtige religiöse Erziehung fängt schon bei den ganz Kleinen an. Sie lernen den Islam, so wie ihn die Taliban verstehen, Seite für Seite. Mädchen und Jungs in diesem Alter noch in einem Raum. Die Jungs in der Mitte, die Mädchen schon hier buchstäblich an den Rand gedrängt. Auch an dieser Privatschule freut man sich über unseren Besuch. Aber nach der 6. Klasse ist für Mädchen Schluss. Die Jungs lernen allein weiter.
Die Mädchen haben geweint, als wir ihnen sagten, dass sie nicht mehr kommen dürfen. Die Taliban haben das befohlen. Die Mädchen haben geweint. Sie waren so unglücklich. Mullah Noor versichert, das sei nur vorübergehend, bis genügend Lehrerinnen auch für Mädchen da seien. Aber Trennung müsse sein. Natürlich wollen Jungs mit Mädchen zusammen zur Schule gehen. Aber die Eltern von Mädchen, die wollen doch nicht, dass ihre Tochter mit einem fremden Jungen zusammen im Unterricht ist. Die Jungs erzählen uns, dass sie die Mädchen vermissen. Englischunterricht erhalten sie von einer Frau. Da, wo sie dem Regime nützen, als Lehrerinnen oder Ärztinnen etwa, da sind Frauen noch geduldet. Ansonsten verschwinden sie aus dem öffentlichen Leben. Auch das Frauenministerium heißt jetzt Ministerium für die Förderung von Tugenden und Verhinderung von Lastern. Es geht nur um Macht, um Zwang. Die Taliban sind nicht gebildet. Sie wissen so wenig über Frauen und ihre Rechte. Sie denken immer noch, Frauen sind nur dazu da, im Haus zu bleiben und dass sie kein Recht haben, überhaupt in der Gesellschaft zu sein. Solche Vorstellungen haben sie. Sie glauben, dass Frauen ihnen zu Diensten sein sollen und zwingen sie deshalb, zu Hause zu bleiben. Wahida Amiri zeigt ihr Gesicht und nennt ihren Namen. Sie will sich nicht einschüchtern lassen. Auch andere Frauen kämpfen um ihre Rechte und für das Recht auf freie Meinungsäußerung. Vor allem in den Städten trauten sie sich sogar, auf die Straße zu gehen. Das sind nur wenige Frauen, die sich beschweren. Unser Volk ist zu 99% muslimisch. Es ist eine traditionelle Gesellschaft. Die Afghanen wollen, dass ihre Frauen den Schleier tragen. Wenn sie zur Uni gehen, zur Schule, zur Arbeit oder zum Markt, dann sollten sie verschleiert sein. Einige Frauen haben gegen uns protestiert, aber viele haben für uns demonstriert. Sie wollen das islamische Recht, sie wollen den Schleier und sie unterstützen die islamische Politik. Mit Widerstand können die Herren des Landes nicht gut umgehen. Hier feuerten die Taliban nur in die Luft. Bei einer anderen Demonstration schlugen sie zu. Wahida Amiri erzählt, was geschah. Auf ihrem Handy zeigt sie, wie eine Demonstrantin von den Taliban verletzt wurde. Sie haben uns umzingelt und einer Frau mit dem Gewehr auf den Kopf geschlagen, bis sie blutete. Mir haben sie Tränengas in die Augen geschossen. Wir sollten ruhig sein und nicht demonstrieren, sagten sie. Und wir haben geantwortet, dass wir das Recht haben, zu protestieren. Wie viele andere Aktivistinnen lebt auch Wahida Amiri in ständiger Angst vor den Taliban. Wo sie wohnt, sollen sie nicht wissen. Wir treffen sie und auch Ziada Ataye an einem geheimen Ort. Ziada Ataye hat sich schon unter der alten Regierung für Frauenrechte engagiert. Nachdem die Taliban Kabul erobert hatten, traute sie sich tagelang nicht auf die Straße. Als die Regierung zusammenbrach, haben wir uns nur noch zu Hause versteckt. Wir konnten nirgends hin. Wir versteckten uns zu Hause und haben keine Hoffnung mehr für die Zukunft. Alles kann passieren. Es gibt keinen Schutz. Wenn sie sich entschließen, die Häuser eins nach dem anderen zu durchsuchen, weil sie diejenigen finden wollen, die sich für Frauenrechte einsetzen, dann können sie kommen. Sie können uns töten. Selbst sechs Frauen, die dafür demonstrierten, dass größere Mädchen zur Schule und Frauen zur Uni gehen dürfen, erschienen den Taliban so gefährlich, dass sie sie vertrieben. Journalisten, die so etwas filmen oder fotografieren, können selbst schnell ins Visier geraten. Die ganze Gesellschaft hat Angst vor ihrer Herrschaft. Niemand ist sicher.
Journalisten, Politiker, Menschenrechtsaktivisten, alle sind in Gefahr, in Lebensgefahr. Im Netz kursieren auch Bilder von Hinrichtungen. Das ist das wahre Gesicht der Taliban. Das machen sie mit den sogenannten Kriminellen. Das haben sie in der Vergangenheit gemacht und das werden sie wieder so machen. Dieses Recht werden sie in Afghanistan durchsetzen. Ja, sie haben gesagt, dass die Anordnung, Hände abzuhacken oder andere Körperteile und auch Menschen aufzuhängen, all das kommt jetzt zurück nach Afghanistan. Für Menschen wie Siada Ataye trostlose Aussichten. Für die Taliban Recht und Ordnung, die Scharia. Kabul. Der Fall der Hauptstadt war auch das Ende der Hoffnung von unzähligen. Die Hoffnung auf Menschenrechte, auf Bildung, Zukunft, Rechtsstaatlichkeit. Zwei Wochen lang, Ende August, spielten sich rund um den Flughafen dramatische Szenen ab. Tausende versuchten, das Islamische Emirat in letzter Minute noch zu verlassen. Inzwischen ist wieder normaler Alltag eingekehrt, zumindest oberflächlich. Wir besuchen das einst schwer gesicherte Botschaftsviertel. Hier herrscht eine gespenstische Atmosphäre. Hier sind da die ganzen Möbel von den Botschaften, Feuerlöscher, Schreibtische, Wasserboiler, das ganze Inventar von Botschaften scheint hier auf dem Freien zu stehen. Großes Durcheinander im Wachhäuschen der deutschen Botschaft. Offenbar waren schon andere hier. Dokumente liegen offen rum. Unser Übersetzer sieht sich das an. Das ist das Besucherprotokoll des Sicherheitsdienstes der deutschen Botschaft vom Osteingang. Reingehen kann man da nicht, die Tür ist zu. Das ist eine Jacke der afghanischen Armee, alles hier verwüstet. Die Schuhe stehen rum. Hier ist anscheinend war die Unterkunft des Wachpersonals. Alles ist durchwühlt, durchgeplündert. Der Schrank ist auf. Hier sind noch Uniformen der afghanischen Armee. Also hier war die afghanische Polizei stationiert und hat den Osteingang der deutschen Botschaft bewacht. Und man hat sogar vergessen, die Lampe auszuschalten. Die brennt immer noch. Vollkommen überhastet hat man den Posten verlassen und alles zurückgelassen. Einfach unglaublich. Hier hängt noch die Flagge der Afghanischen Republik, die es jetzt nicht mehr gibt, die jetzt Islamisches Emirat von Afghanistan heißt. Über den neuen Staat macht man sich keine Illusionen. Grausame Strafen werden dazugehören, zum Beispiel Hände abhacken. Im orthopädischen Zentrum des Roten Kreuz in Kabul bekommen amputierte Prothesen. Alberto Cairo leitet die Klinik. Er ist vorbereitet. Die Leute haben Angst. Darüber reden sie nicht mit mir. Aber ja, definitiv, sie haben Angst. Vor ein paar Tagen haben wir das Budget geplant und eine Liste der Dinge gemacht, von denen wir nächstes Jahr wohl mehr brauchen werden. Und wir wissen, wir brauchen definitiv mehr künstliche Hände. Seit über 30 Jahren lebt der Italiener in Afghanistan. Er hat schon die sowjetische Besatzung miterlebt. Und die erste Schreckensherrschaft der Taliban. Ihre Strafmethoden kennt er genau. Sie trennen hier am Ende des Arms die Knochen. Die kleinen Knochen sind weg. Nur diese beiden hier bleiben noch. In den letzten Jahren brauchten die meisten Patienten allerdings Beinprothesen. Sie kommen, weil sie auf Landminen getreten sind. Hinterlassenschaften der jahrzehntelangen Kriege. Millionen von ihnen lauern in der Erde. Kinder treten beim Spielen oder auf dem Schulweg drauf. Bauern beim Arbeiten auf den Feldern. Viele Sprengsätze haben die Taliban gelegt. Die meisten stammen aber noch aus der sowjetischen Besatzungszeit. So wie bei diesem Mann, der hier eine neue Prothese bekommen hat und ganz zufrieden damit ist.
Yes, of course. What can I do? Er erzählt, wann er sein Bein verloren hat. 1987 war das. Und immer noch die erste Prothese, staunt Alberto Cairo. Ja, die Amerikaner haben mir dann geholfen. Bei Alberto Cairo werden alle behandelt, auch Taliban. Das Rote Kreuz halten sie erst für etwas Christliches, doch dann nehmen sie die Hilfe gern an. Wenn man nützlich für sie ist, wenn man sie anständig und professionell behandelt und freundlich zu ihnen ist, dann sind sie auch sehr freundlich. Am Anfang kommen sie hierher mit Erwartungen, ein bisschen aggressiv manchmal und fordernd. Aber dann sehen sie, hier sind alle gleich, alle sind behindert. Dann werden sie ruhig. Die Tatsache, dass hier jeder behindert ist, auch das Personal, das macht sie ruhig. Sie akzeptieren es. Wir hatten nie Probleme mit ihnen. In der Werkstatt bauen Minenopfer Prothesen für andere Minenopfer. Jeden Monat werden etwa 60 Menschen durch Sprengsätze getötet oder verstümmelt. Alberto Cairo erlebt Krieg und Gewalt seit 3 Jahrzehnten. Trotzdem ist er immer noch hier. Fragen Sie mich nicht, warum. Da ist so eine Chemie zwischen uns. Von Anfang an, seit ich vor 31 Jahren kam. Wir können gut zusammenarbeiten. Auch wenn ich die Afghanen manchmal würgen könnte, denn sie tun Dinge, die ich aus tiefstem Herzen ablehne. Aber sie sind gut, sie haben solch ein Potenzial, sie könnten alles erreichen. Deshalb macht es mich so traurig, dass Afghanistan eines der elendsten Länder der Welt ist. Ich bin hier in erster Linie wegen der Arbeit. Ich fühle mich gebraucht. Einer der wenigen Orte, an denen von Krieg, Angst und Armut auf den ersten Blick nichts zu spüren ist, der Vergnügungspark von Kabul. Vor allem Familien mit kleinen Kindern und Männer amüsieren sich. Undenkbar unter der ersten Herrschaft der Taliban, als auch Kino und Fernsehen verboten waren. Die neuen Taliban aber konnten zumindest hier den Verlockungen der westlichen Spaßgesellschaft nicht widerstehen. Auch jetzt sind sie anwesend. Eine Sicherheitspatrouille. Man erklärt uns die neue Ordnung. Es gab in der Vergangenheit so viele Räuber, Diebe, Korruption. Jetzt ist das alles vorbei und es wird nie wieder so sein. Ein Punkt, weshalb die Leute noch nicht zufrieden sind, ist die wirtschaftliche Situation. Aber das werden wir lösen. Wir verhandeln mit dem Ausland. Wir lösen das so schnell wie möglich. Wir kümmern uns auch um Kinder- und Frauenrechte. Sie können arbeiten und Bildung bekommen. In Zukunft können alle Afghanen alles erreichen, was sie wollen und brauchen, im Rahmen der Scharia-Gesetze. In der Gegenwart sind Frauen Beobachter oder ganz raus. Es ist eine Männerwelt an den Schulen, in den Geschäften und Behörden, im Fernsehen, im Radio, im Vergnügungspark. Wir verlassen diesen Park und gehen in einen anderen. Der Stadtpark im Zentrum, einst die grüne Lunge der Stadt, in dem sich die Menschen vor nicht allzu langer Zeit erholten. Jetzt liegt ein beißender Gestank in der Luft. Der Park ist Unterkunft, Toilette, Müllhalde, alles zugleich. Hunderte von Flüchtlingen haben hier ihr Lager aufgeschlagen. Aus dem ganzen Land sind sie nach Kabul gekommen, in der Hoffnung, dass man ihnen hier hilft. Wir haben nichts mehr. Eine Granate hat unser Haus getroffen und es ist niedergebrannt. Hunderttausende sind innerhalb Afghanistans vertrieben worden, durch Krieg und Dürre. 2 Männer berichten von ihrer Not.
Ich finde keine Arbeit. Ich habe nicht einmal Geld, um Essen zu kaufen. Meine Kinder sind hungrig. In anderen Flüchtlingslagern helfen sie den Leuten, aber hier nicht. Hier sind 50 bis 60 Familien. Alle müssen selbst sehen, wie sie überleben. Wenn ich ein bisschen Geld hätte, dann könnte ich zumindest selbst ein Geschäft aufbauen. Ich habe nicht mehr genug, um ein Stück Brot zu kaufen. Wie soll ich da weitermachen? Inzwischen bringen die Taliban Flüchtlinge auch wieder zurück in ihre Heimatprovinzen. Wie es dort für sie weitergeht, ist ungewiss, auch wenn der Krieg vorbei ist. Wir fahren zur letzten Station auf unserer Reise, Camp Marmal, das Feldlager der Bundeswehr, 20 Minuten von Mazar-i-Sharif entfernt. Bis zu 2800 deutsche Soldaten waren hier zeitgleich stationiert, für den Kampf gegen den Terror, gegen die Taliban. Die Bundeswehr zog Ende Juni ab und die neuen Herren haben jetzt auch hier das Sagen. Wir haben gegen euch gekämpft und Widerstand geleistet. Aber jetzt sitzen unsere Anführer mit euren an einem Tisch und sagen, ihr sollt euch nicht vor uns fürchten und wir uns nicht vor euch. Wir behandeln euch so, wie ihr uns behandelt. Jetzt seid ihr für uns wie Brüder. Wir behandeln euch wie Brüder. Es gibt keine Probleme zwischen uns. Bereitwillig zeigen uns die Taliban den Stützpunkt des Feindes. Das war der Konferenzraum. Waren Sie hier schon mal? Nein. Ich bin ein Soldat des Islamischen Emirats. Ich kenne das alles von den Karten, die die Deutschen hier gelassen haben. Wir seien die ersten Journalisten, die hier durchgeführt werden, sagen die Taliban. Betreten Planet Mazar und nur mit geeignetem Mund- und Nasenschutz, bitte so Social Distancing einhalten. Planet Mazar, they were calling it. Mit Billard und Kicker konnten sich die Soldaten auf dem Planeten Mazar die Zeit vertreiben zwischen den Einsätzen. Das Lager war der größte Stützpunkt der Bundeswehr im Ausland. Nach dem Abzug der Deutschen am 29. Juni übernahm es die afghanische Armee. Alles war so durcheinander, als wir ankamen. Aus der Krankenabteilung war das Röntgengerät gestohlen. Auch Waffen waren verschwunden. Auch im Casino waren offenbar schon andere Besucher. Verpflegungspakete der Bundeswehr auf einer Tischtennisplatte. Hier ist die Tischtennisplatte noch. Hier liegt noch das Essen. Was ist das? Was steht da drauf? Rahmeintopf. Rahmeintopf, was zu essen. Militärnahrung. Thunfisch mit Limette und Pfeffer. Ja. Thunfisch mit Limette und Pfeffer. Wir gehen über das Gelände. Fast 3 Quadratkilometer deutsche Infrastruktur aus dem Wüstenboden gestampft. Ja, das ist der Innenhof. Da vorne gibt es die Oase, Camp Marmal. Das wird wahrscheinlich der Essensraum sein. Wir gucken uns das jetzt mal alles an. Hier stehen noch die Wasserflaschen. 17 Milliarden Euro kostete der deutsche Einsatz in 20 Jahren. 59 deutsche Soldaten kostete er das Leben. Die Bundeswehr hatte Großes vor in Afghanistan. Die Freiheit Deutschlands werde auch am Hindukusch verteidigt, hieß es. Ein besseres Land wollte man schaffen mit dem Kampf gegen die Taliban. 20 Jahre später stehen die mitten in der Küche der Bundeswehr. Kein Strom, aber hier scheint alles unberührt. Zwischen den Tischen Plexiglas, deutsche Corona-Regeln auch hier. Das ist ein Konferenzzimmer anscheinend. Alles noch bereit, als würde es jetzt dann gleich losgehen. Ein bisschen verstaubt das Ganze, ne? Unglaublich alles hier. Fernsehen, alles da gelassen. Aber es wurde nichts gestohlen offensichtlich.
Naja, ein Büro nach dem anderen in der Verwaltungsabteilung. Alle stehen und liegen gelassen, Lampen, Stühle, Tische, alles. Ne? Also alles wohl aus Deutschland eingeflogen worden ist. In den Büroräumen erregt ein Stück deutsches Brauchtum Interesse. Ein Bierkrug aus Landshut. Ab jetzt wohl ein Souvenir in einem Taliban-Haushalt. Als die Bundeswehr abrückte, ließ sie Übersetzer, Techniker und Reinigungskräfte zurück. Einige hundert Menschen, die den Betrieb am Laufen hielten. Für die Taliban Helfer des Feindes. Dieser Mann hat 10 Jahre lang im deutschen Camp gearbeitet, mit den Soldaten gefeiert. Einige nannte er seine Freunde. Letztes Jahr die Einheitsfeierlichkeiten. Ich erinnere mich an das deutsche Essen. Da waren auch viele Offizielle. Viele Gouverneure aus anderen Provinzen sind gekommen zu der Zeremonie. Wir hatten eine gute Zeit am Tag der deutschen Einheit. Und dann war da auch noch ein Fußballspiel, das die Deutschen gewonnen hatten. Das haben wir auch gefeiert, mit einer Party im Lager, mit Beleuchtung und mit Live-Musik. Die Taliban hatten versprochen, die Ortskräfte nicht zu verfolgen. Und doch werden sie bedroht. Es gibt Berichte über Tribunale. Ich warte jetzt schon seit 1,5 Monaten. Ich schreibe E-Mails an alle Adressen, die ich bekommen habe. Aber ich warte immer noch auf Antworten. Ich habe ungefähr 10 bis 15 Adressen in Deutschland angeschrieben. Aber nichts passiert. Außer Dankesurkunden ist den Menschen nichts geblieben. Nach dem Abzug der ausländischen Truppen stand nur noch die afghanische Armee zwischen den Taliban und der Macht. Am 14. August kapitulierte sie in Mazar kampflos. Ein Offizier erinnert sich. Wenn sogar der Präsident das Land verlässt im Hubschrauber, warum sollen die Soldaten kämpfen? Es gab nicht genug Waffen, kein Essen oder Wasser. Seit 25 Tagen kein Essen, nur Brot. Die Soldaten hatten keine Unterstützung. Es gab keinen Nachschub an Waffen und Munition. Wir hatten keine Wahl und mussten aufgeben. Die Taliban haben die Macht. Doch der Terror ist noch da, diesmal vom IS. Islamisten wie die Taliban und doch verfeindet. Noch ein Bürgerkrieg? Bitte nein, das ist zu viel. Seit 42 Jahren geht das nun schon so. Bitte nicht. Taliban und IS, Konkurrenten um die wahre Auslegung des Islam. In den Gefängnissen der alten Regierung saßen sie beide. Als die Taliban die Städte eroberten, ließen sie alle Häftlinge frei, auch IS-Männer. Das Pol-e-Charki-Gefängnis in Kabul, das größte des Landes. Die Taliban, die uns durchführen, saßen hier bis vor kurzem noch ein. Tausende Menschen drängten sich in den völlig überfüllten Blöcken. Decken und Tapeten, der Versuch, Privatsphäre zu schaffen. Die Männer des IS kommen oft aus anderen islamischen Staaten. Ihre Anschläge erschüttern Afghanistan. Für die Welt stellen sie keine Gefahr dar, versichern die Taliban. In Zukunft wird von Afghanistan keine Bedrohung für andere Länder mehr ausgehen. Auch die Afghanen werden sicher leben. Wir werden es anderen Ländern nicht erlauben, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen. Wahida Amiri und viele andere haben Zweifel. Die Taliban können die IS-Anschläge schon im eigenen Land nicht verhindern. Und nun sind keine ausländischen Truppen mehr da, die den Kampf auch gegen diesen Terror führen könnten. Der amerikanische Präsident Biden sagt, das Afghanistan-Kapitel ist jetzt geschlossen. Aber der Terrorismus ist doch noch da. Heute ist er in Afghanistan, aber morgen kann er schon wieder die ganze Welt angreifen. Die Welt muss uns helfen,
Sonst wird sich die Geschichte wiederholen. Auch der IS-Attentäter, der am Flughafen von Kabul eine Bombe zündete, war erst Tage zuvor aus einem Gefängnis freigekommen. Fast 200 Menschen starben, darunter 13 US-Soldaten. Das Gefängnis von Kabul wird sicher nicht lange leer stehen, wenn die Taliban versuchen, diejenigen auszuschalten, die ihrer Macht gefährlich werden könnten. Nicht nur den IS. Auch Frauen, die sich nicht unterdrücken lassen wollen, kann es treffen. Menschenrechtsaktivisten, Politiker, Journalisten. Männer, die keinen Bart tragen, Musiker, Künstler. So war es unter ihrer letzten Herrschaft. Haben sich die Taliban wirklich gewandelt? Wir verlassen das Land und lassen viele Menschen zurück, die auch raus wollen. Menschen, die der Bundeswehr geholfen haben und jetzt um ihr Leben fürchten. Menschen, die ihr Leben frei bestimmen und ihre Meinung sagen wollen und auch um ihr Leben fürchten. Und Menschen, die einfach ums blanke Überleben kämpfen. Hier habe ich noch gefunden, dass die ganze Dramatik irgendwie von Afghanistan zeigt. Das sind über 50 Telefonnummern, die mir zugesteckt wurden. Und in der Hoffnung, dass ich diese Leute aus ihrer Situation befreien kann. Natürlich können wir nichts tun, aber es zeigt, wie verzweifelt die Menschen sind. Jedes Einzelne ist nicht nur eine Person, sondern es sind gesamte Familien, die dahinter stecken. Vielleicht bis zu 10, 12 Personen, die jetzt irgendwo in Kabul in Zelten am Boden schlafen, nichts zu essen haben, wissen nicht, wie sie überleben sollen. Und ihre Heimat ist zerstört vom Krieg. Das ist hier ein ziemlich trauriges Dokument und spiegelt eigentlich die Situation sehr gut wider, wie es um Afghanistan steht und wie groß die Angst und Verzweiflung der Menschen dort ist. Die Taliban haben uns ins Land gelassen, um zu zeigen, dass die Menschen Hilfe brauchen. Aber Hilfe für die Afghanen hilft auch den Taliban. Die brauchen den Westen jetzt, um ihre Macht zu sichern. Und der Westen braucht ein stabiles Afghanistan, aus dem die Menschen nicht flüchten. Und das nicht zu einem neuen Rückzugsort für Terroristen wird. Armut und Menschenrechte, Flüchtlinge, Drogen und Terror, das sind die Druckmittel. Das Kapitel Afghanistan scheint noch nicht geschlossen.